Herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, dein täglicher Nachrichtenüberblick zur Elektromobilität mit Insights aus meinem Leben als Elektroautofahrer. Heute geht es um den BMW i3. Du weißt, neben dem Tesla Model S haben wir noch den BMW i3 und vielleicht hast du auch gestern schon das Video gesehen zu den Tops vom BMW i3. Ich muss sagen, als wir uns überlegt haben, was sind die Tops und Flops, fiel es mir gar nicht so leicht, die Flops zu finden. Bis auf einen. Der fiel mir sofort ein. Wir haben uns ein bisschen rangesetzt und geschaut, was uns beim BMW i3 nicht so gut gefällt. Und daraus ist diese Liste entstanden. Aber wie gesagt, schau dir das im Gesamten an. Also wenn du das Video über die Tops noch nicht angeschaut hast, dann schau es dir an. Ich werde das unter dem Video natürlich verlinken und auch hier gelegentlich einblenden, sodass du dann zu dem anderen Video springen kannst. Damit du ein komplettes Bild hast, schau dir beide Videos an. Also kommen wir zu den Flops. Es gibt einen Punkt, der nervt mich wirklich tierisch beim BMW i3 und das sind die Portaltüren. Was sind Portaltüren? Der BMW i3 ist eigentlich ein Dreitürer. Das heißt, die Fahrer- und Beifahrertür geht wunderbar groß auf, man kommt sehr bequem rein und raus ins Auto, doch wenn man an die Rücksitzbank will, muss man die Portaltür öffnen. Die Portaltür ist eine sogenannte Selbstmördertür, das heißt, sie geht nach hinten auf. Das hat BMW gemacht, um den kleinen Platz, denn die ist relativ klein im Vergleich zur vorderen Tür, sinnvoll auszunutzen, denn dadurch hat man einen sehr großen Einstieg. So die Theorie. Und so sieht das im Autohaus auch richtig gut aus. Wenn du beide Türen aufmachst, dann klappen die ganz weit auf und dann kannst du dort einsteigen. Das Ganze hat nur einen Schönheitsfehler. Nämlich, wenn neben dir ein Auto parkt, dann wirst du von diesen beiden Türen, wenn du jemand auf die Rücksitzbank packen möchtest oder von der Rücksitzbank herunterheben willst, eingeschlossen. Du hast kaum Bewegungsfreiheit zwischen den Türen und das nervt tierisch. Warum nervt es uns? Weil wir zum Beispiel unseren Hund auf der Rücksitzbank haben, damit wir im Kofferraum dann unser Gepäck oder die Einkäufe meiner Frau oder unsere Einkäufe unterbringen können. Deswegen nutzen wir die Rücksitzbank relativ viel. Wenn ich jetzt aber in einer Parklücke stehe, sodass ich rein theoretisch die Vordertür noch sehr gut aufbekomme, dann habe ich ein Problem, wenn ich die hintere Tür nicht ganz aufbekomme, wenn ich sie gar nicht nicht ganz aufbekomme, dann ist es richtig schwierig, weil ich dann kaum nach hinten rankomme, kriege ich sie komplett auf, bin ich in diesem Dreieck aus Türen gefangen. Und dieses Dreieck ist so klein, dass ich, wenn der Hund zum Beispiel vor mir auf dem Boden steht, mich nicht richtig bücken kann, um den Hund hochzuheben, weil ich sozusagen mit Kopf und Hintern an den Türen anstoße. Wenn man als Fahrer oder Beifahrer jemand von der Rücksitzbank herauslassen will, ist der nächste Nachteil, muss man sich erstmal abschnallen, damit derjenige überhaupt rauskommt, weil der Gurt in der Tür, die nach hinten aufgeht, ist. Und dementsprechend kann derjenige nicht rausgehen. Einige, die Kinder haben, finden das ganz gut, weil dann sozusagen die Kinder gar nicht die Möglichkeit haben, die Türen zu öffnen. Aber das muss man natürlich vorher wissen. Wahrscheinlich werden jetzt einige kommentieren, Dirk, dann kauf dieses Auto nicht, nutze es nicht, wenn dich das so stört. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich das tun. Das Problem ist allerdings, dass man immer bei irgendwelchen Autos Kompromisse machen muss und unser Kompromiss ist sozusagen die Türsituation. Denn ich erzähle euch mal, wie ich zu diesem Elektroauto gekommen bin. Ich bin nach Kiel gegangen und habe einen Zweitwagen für meine Frau gesucht, mit dem ich fahren kann. Und es war das einzige Elektroauto, was als Zweitwagen firmiert, in dem ich sitzen konnte. Und das ist immer halt der große Vorteil. Man hat sehr viel Platz. Also ich habe sehr viel Platz vorne. Das hatte ich bei den Tops gesagt, ein großes Raumgefühl. Und da musste ich dann dieses Problem mit den Türen in Kauf nehmen. Also, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Es nervt mich trotzdem. Und deswegen ist es in den Flops. Wo wir gerade bei der Sitzeinstellung sind, beziehungsweise beim Sitzen, was mich noch ziemlich nervt, ist die Sitzeinstellung. Und zwar ist es so, dass meine Frau deutlich höher sitzt als ich und ich deutlich tiefer. Wir aber von der Entfernung zum Lenkrad oder auf der Beifahrerseite die gleichen Einstellungen haben. Insofern ist es eigentlich kein Problem,
Kennt ihr aus den Autos, muss man nur pumpen oder den Sitz ablassen und gut ist. Im BMW i3 ist es so, man zieht an einem Hebel und sinkt dann nach unten. Das ist die angenehme Art, den Sitz einzustellen. Wenn du allerdings wieder nach oben willst, gibt es keine Möglichkeit, irgendwie so zu pumpen, wie das zum Beispiel bei VW oder sowas der Fall ist oder bei anderen Autos, sondern du musst den Hintern heben, an dem Hebel ziehen und dann geht der Sitz von alleine nach oben. In der Regel ist das so, wenn du sportlich bist und den Hintern wirklich komplett heben konntest, dass der dann nach oben schnellt, wie so von der Feder geschossen. Oder wenn du nicht so sportlich bist oder so wie ich sehr groß und gar keinen Winkel aufbauen kann, dann ist es schwierig. Dann muss ich mich an der Mittelkonsole abstützen, um dann überhaupt den Hintern heben zu können, damit der Sitz nach oben geht. Also das ist schlecht gelöst. Genauso kann man auch die Beifahrerlehne vom Beifahrersitz nicht umklappen und das schränkt die Variabilität ein, die sonst hinten auf der Rücksitzbank, das hatte ich bei den Tops ja gesagt, wirklich perfekt vorhanden ist. Was mich auch richtig nervt und da bin ich sehr überrascht gewesen von BMW, ich kam auf die absurde Idee und wollte mein Smartphone über den USB-Anschluss anbinden. Jetzt ist es so, wenn man das Smartphone richtig nutzen möchte, also mit allen seinen Funktionen, nur dass man auf die Inhalte zugreift, aus allen Programmen, dann muss es per USB-Anschluss angeschlossen sein. Das ist für mich völlig in Ordnung. Das Problem ist, dass dieser USB-Anschluss mit vielen Smartphones nicht zurechtkommt. Das heißt, es ist als Problem bekannt, dass man diesen USB-Anschluss nicht nutzen kann. Denn wenn ich jetzt mein Smartphone in den Anschluss reinstecke, dann geht LAN an, LAN aus, LAN an, LAN aus, die ganze Zeit hin und her. Das Gerät überlastet diesen USB-Anschluss, der einfach zu gering dimensioniert ist. Das heißt, ich kann nicht auf die Medien zugreifen, ich kann das Telefon nicht laden und das ist ein wirklicher Nachteil, denn für das Mediasystem haben wir extra Geld gezahlt und das ist bei BMW richtig teuer. Das kannst du dir entsprechend vorstellen. Wir haben uns jetzt so geholfen, dass wir über den Zigarettenanzünder zumindest die Ladesituationen abdecken und das Telefon dann über Bluetooth einbinden. Aber da sind dann nicht alle Funktionen verfügbar, die eigentlich über den USB-Anschluss erreichbar wären. Ja, wo wir gerade beim Mediasystem sind, was auch wirklich total skurril ist. Vielleicht ist das mit dem Software-Update geändert worden, das weiß ich nicht, da es bei BMW nicht so ist wie bei Tesla, dass die over the air kommen, sondern man das über komplizierte Geschichten mit USB-Stick, vorkonfigurierten Dateien, die man runterlädt und hochlädt und weiß ich was alles machen muss, habe ich das Software-Update noch nicht gemacht. Insofern kann es sein, dass das Problem der Flop, den ich dir jetzt schildere, nicht mehr vorhanden ist. Aber wir haben zum Beispiel in Schweden war das Problem gehabt, wir wollten gerne auf der Strecke, die wir im Navigationssystem eingegeben haben, wissen, wo wir laden können. Und bei Tesla ist es so, du gibst das Ziel ein und bis zum Ziel berechnet dir der Navigationsassistent, also der sogenannte Tripplaner, wo du laden kannst, macht dir die Vorschläge. Bei BMW ist es so, er sagt dir zwar so nach dem Motto, dein Ziel, was du eingegeben hast, ist nicht erreichbar. Und wenn du dann dir Ladesäulenvorschläge geben lassen möchtest, macht er das auch. Aber das Problem ist, er sucht die Ladesäulen dort, wo du gerade bist. Das heißt, wenn du losfährst und du weißt, du fährst an diesem Tag, sagen wir mal, 500 Kilometer, dann hast du in 500 Kilometer Entfernung das Ziel eingegeben. Und das Navigationssystem sagt dir im Umkreis von deinem Startpunkt, wo die nächsten Ladesäulen sind, wo du laden kannst. Aber du musst ja noch gar nicht laden. Also das heißt, das Navigationssystem müsste dir eigentlich sagen, bei der Verbrauchskalkulation, die wir haben, denn das macht das wirklich gut. Da wird das Wetter, die Topografie, wird alles mit eingerechnet. Nach der Kalkulation meiner Software musst du nach 130 Kilometer laden und dann suche ich dir im Umkreis um diese 130 Kilometer die nächste Ladesäule heraus und zwar auch die Schnellladesäule, denn das System sucht gerne mal irgendwelche langsamen Lader raus, die bei einer langen Tour überhaupt nichts bringen. Also da ist Verbesserungsbedarf bei dem Thema Ladesäulen und längeren Touren. Was für mich auch ein absolutes No-Go ist, der Frunk ist undicht. Also der Frontkofferraum ist undicht. Der
Frontkofferraum ist mehr oder weniger eine Wanne, die kein Dichtungsgummi hat unter der Haube. Die Haube an sich ist natürlich wieder super verarbeitet, alles top, aber darunter, das ist undicht. Das heißt, wenn du da deine Kabel drin hast, deine mobile Ladesäule, dann ist die den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Jetzt natürlich nicht komplett, also sie ist nicht im Fahrtwind, aber wenn es regnet, kommt Feuchtigkeit rein und ich finde, das geht gar nicht. Also da hätte BMW dem i3 durchaus noch eine extra Dichtung spendieren können. Dann haben wir noch einen Flop, der ist zugegebenermaßen ein Luxusproblem, aber gerade bei den Touren im Norden von Skandinavien ein echter Zeitkiller, dass der BMW i3 nur mit 11 kW am Wechselstrom lädt, also Typ 2. Er hat ja fast 30 Kilowattstunden nutzbare Reichweite, das heißt so um die 2,5 bis 3 Stunden dauert das, bis er voll ist. Hier könnte man natürlich mit dem 22 kW Lader die Zeit deutlich reduzieren. Ich bin allerdings froh, dass BMW im neuen BMW, den wir haben, die Drei-Phasen-Ladung möglich gemacht hat, denn die alten laden mit einer Phase, da wäre es dann noch weniger. Aber hier würde ich mir wünschen, dass 22 kW Ladeleistung möglich sind. Was ich sehr erschreckend fand in den letzten Wochen, ist der deutlich höhere Verbrauch im Winter. Ich weiß natürlich, dass im Winter ein Elektroauto mehr verbraucht, aber wie viel das beim BMW i3 mehr ist, hat mich dann doch überrascht. Das heißt, wir reden hier nicht von den 20%, die zum Beispiel mein Tesla Model S mehr verbraucht, sondern von 30%. Und das heißt, schon bei Temperaturen so unter 5 Grad geht die Verbrauchsorgie richtig los. Kommt dann noch der Winterreifen dazu, den man mit auf dem Fahrzeug hat. Wenn dann sogar noch Wind oder Regen dazu kommt, dann ist hier also ein Verbrauchsplus von sogar noch mehr als 30% möglich. Meine Frau hat es erlebt auf dem Rückweg von München, da waren Temperaturen unter 5 Grad, es hat stark geregnet, es war windig. Und dann ist die Reichweite auf der Autobahn, obwohl sie hinter den LKWs hinterhergeschlichen ist, deutlich geschrumpft. Also das heißt, gut 100 Kilometer waren dort nur noch mit dem neuen BMW möglich. Also hier hatte ich erwartet, dass die Reichweite größer ist. Das ist also für mich ein Flop. Ich hatte es eben schon gesagt, mit Wind. Hier ist der BMW richtig windanfällig. Da war ich also auch überrascht, selbst wenn er vollgeladen ist, dann geht es natürlich ein bisschen besser. Aber ansonsten geht er schon in Richtung Smart for Two. Ich kann mich noch gut an meine Zeit erinnern, wo ich zwischen Kiel und Berlin mit meinem Smart for Two gependelt bin. Natürlich Verbrenner, nicht elektrisch. Allerdings auch immer mit Zwischentanken, weil der Tank nur 22 Liter hatte, aber auf der Autobahn das Auto durchaus 5, 6 oder mehr Liter verbraucht hat. Und da bin ich richtig gesurft. Und so ist das ähnlich beim BMW. Die Windanfälligkeit ist schon enorm. Und das merkt man natürlich im Besonderen dadurch, dass er sehr schmale Reifen hat, sehr hoch gebaut ist und ja, im Prinzip so eine fahrende Schrankwand und Schuhkarton ist. Wenn man etwas sparsamer unterwegs sein möchte, dann hat der BMW i3 mehrere Fahrprofile. Also man kann Komfort fahren, das ist der normale. Eco Pro, das ist der, wo man anfängt zu sparen. Und Eco Pro Plus, das ist, wo dann unter anderem auch die Heizleistung und sowas reduziert wird. Was sehr nervig ist, der BMW i3 springt immer automatisch in den Komfortmodus. Das heißt, wenn man eigentlich lieber Eco Pro fahren möchte, um Energie zu sparen, muss man immer erstmal, nachdem man das Auto ausgemacht hat, wieder auf Eco Pro gehen. Und das ist ein bisschen nervig, ist jetzt nicht die Welt, aber hier wäre es schön, wenn einfach die Einstellung gemerkt wurde, die als letztes gewählt worden ist. Und dann kann man ja immer noch gucken, ob man die wieder ändern möchte. Was mich beim Informationskonzept vom BMW i3 nervt, ist, dass wesentliche Informationen für dich als Elektroautofahrer nicht auf einen Blick verfügbar sind. Also ich möchte zum Beispiel wissen, wie sieht das aus mit der Reichweite, wie ist die Außentemperatur, wie ist der Verbrauch. Und du kannst im Kombi-Instrument das nicht auf einmal sehen. Nur du kannst alles mit Klicken durch den Bordcomputer sehen. Du siehst den Verbrauch, den momentanen Verbrauch, den Gesamtverbrauch. Du siehst die Temperatur, aber du siehst nicht alles auf einmal.
Und das wäre deutlich besser, wenn das wesentlich auf einen Blick sichtbar ist. Das finde ich zum Beispiel beim Model S sehr gut. Man kann das Kombi-Instrument in großen Teilen für sich selber konfigurieren und die wichtigen Informationen wie Reichweite, wie Temperatur sind da standardmäßig zu sehen. Der letzte Flop beim BMW i3 für mich ist, dass es kein Dachgepäckträger oder auch nicht die Möglichkeit gibt, eine Anhängerkupplung zu montieren. Denn das ist wirklich ungünstig, wenn man zum Beispiel ein Fahrrad transportieren will oder andere Dinge. Man kann nicht zusätzlich Gepäck auf das Auto oder an das Auto machen. Das ist für mich unverständlich, insbesondere was die Anhängerkupplung angeht. Denn ja, warum gibt es keine Elektroautos, die Anhängerkupplung haben oder so wenige? Ich kann es nicht nachvollziehen und bisher hat mir auch noch keiner das vernünftig erklären können. Und insofern finde ich das wirklich schade. BMW wird sich natürlich gesagt haben, dieses Auto ist nur für die Stadt gedacht und da braucht man keine Anhängerkupplung. Aber dem ist ja nicht so. Denn auch im urbanen Umfeld möchte ich gerne mal ein Fahrrad transportieren oder vielleicht auch mal eine Kleinigkeit hinten ranhängen. Es muss ja nun kein Fernanhänger sein. Ja, soweit zu den Flops. Wie gesagt, schau dir nochmal das Top-Video an, damit du ein gesamtes Bild vom BMW i3 bekommst. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Auto und freuen uns, dass wir dieses Elektroauto haben und fahren können. Aber hier in diesem Video hast du gesehen, was uns nervt. Und ich freue mich natürlich über deine Kommentare, wenn du selber den BMW i3 fährst oder sonstige Ergänzungen machen willst. Kommentiere unter dem Video. Ich antworte dir gerne. Wenn du auch morgen wieder um 18 Uhr ein Video von mir sehen willst, abonniere meinen Kanal und vor allen Dingen stell oben auch die Benachrichtigung ein, damit du die Nachricht bekommst, wenn das Video online ist. Wie üblich, 18 Uhr, jeden Tag ein neues Video von mir. Ich freue mich, dass du dabei warst und freue mich auf dich. Freue dich auf. Ich freue mich, dass du dabei warst und freue mich darauf, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.